Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video, zu einer neuen Information, zu einer neuen News. Es ist unvorstellbar, es gibt ein Update des Landwirtschaftssimulator 2017 auf der PS4, auf der Xbox One, wahrscheinlich dann auch auf dem PC, kann ich euch leider nicht sagen, wird aber der Fall sein, denke ich. Was ist neu? Kurz und knapp, bin heute ziemlich zeitig mal aufgestanden und bin mit Cody in der Party gewesen. Der Niki Let's Play hat gestreamt gehabt und dann sehe ich auf Discord, falls ihr bei uns noch nicht auf Discord beigetreten seid, einfach mal unten in der Videobeschreibung nachschauen, bei uns auf Server join. Ja, fahrt alles. Er meinte zu mir, yo, LS hat ein Update. Falle ich vom Stuhl, flotten 2 GB. Flotten 2 GB, ja, 1 GB und 900 noch was. War das Update, das ist das Update 1.5.1. Die komplette Änderungsliste klatsche ich euch unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr euch wohl durchlesen. Zählt jetzt nicht alles für uns auf der Konsole. Um alles zu sehen, was auf unserer Konsole zählt, müsst ihr, wenn ihr jetzt im PlayStation-Menü seid, Optionstaste drücken, wo ihr jetzt die Disk auswerft, habt ihr den Punkt Update-Verlauf. Und da steht auch drin, was die verändert haben. Was ist das Grobe zu sagen? Der LS, garantiere ich euch, der wird nicht mehr abstürzen. Das kann ich euch zu 100% versichern. Ich glaube, also sagen wir so, es ist ein negatives und ein positives Update. es ist halt irgendwie kaum zu glauben, aber wie gesagt, das Spiel kann nicht mehr abstürzen. Das liegt daran, dass das Spiel wieder runtergeschraubt wurde, damit es nicht an FPS verliert und nicht an Performance verliert. Ich habe einen neuen Spielstand gemacht auf Goldcrest Valley, habe ich jetzt aufgemacht. Ich habe alles verkauft und was neu ist, das kann man schon sehen, wenn man in den Shop geht. Ich kaufe mir jetzt einfach mal einen Traktor. Und ihr seht es unter dem R1-Symbol rechts oben. Ja, Slots. Die Slots werden jetzt immer angezeigt, denke ich mal, weil ich habe jetzt, es wird jetzt immer angezeigt. Ja, und man hat jetzt 947 freie Slots. Fragt mich nicht, wie viel es vorher waren. Vorher waren es ein bisschen mehr als 947, das definitiv, das denke ich mal. Weil sonst war es immer so, dass es angezeigt hat ab 600 ungefähr oder 700. Also die haben die Slots runtergestellt. Ich muss sagen, es ist halt negativ und es ist positiv. Negativ ist, man kann halt wieder weniger kaufen. Also damit ihr es versteht, kann ich euch ja gleich sagen. Ich kaufe mir jetzt hier diesen Hurley-Mann, der zieht mir 10 Slots ab. Und jetzt habe ich 10 Slots abbezogen bekommen. Und man muss jetzt halt anders denken, wenn man jetzt einen anderen Traktor kaufen will, ist Schwachsinn, weil der kostet sau viel. Will ich jetzt mir jetzt den Major kaufen, habe ich minus 11 Slots. Kaufe ich mir allerdings den Hurley-Man nochmal, zieht er mir nur einen Slot ab. Das ist immer mit der Duplikation von den Fahrzeugen, dass man es sich, es lohnt sich dann eher, diese Fahrzeuge dann eher zweimal zu kaufen, damit man die Slots spart. Positiv ist wirklich, es steht hier auch nochmal eindeutig in der Änderungsliste drin, extra für PS4 und Xbox One. Auf Xbox One, aber eigentlich war dieser Fehler gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das hier drin steht mit Xbox One. Kleinen Moment, ich suche das noch aus. Wo stand denn das? Oh Mann, oh. Hier, PS4, Xbox One. Absturz mit dem 4-Wheel-Bodenbeschaffenheit-Mod behoben. PS4, Fehlercode CE. Also, kurz und knapp, es muss wohl am Bodenbeschaffenheitsmod gelegen haben. Auch wenn man nicht benutzt hat, wahrscheinlich. Da muss es wohl gelegen haben. Und ja, ist einfach so. Ist gut. Mit den Slots weiß ich noch nicht. Wir müssen gucken, wenn wir jetzt mal wieder spielen oder wenn wir jetzt spielen, wie das so ist mit den Slots. Ob wir damit klarkommen oder eher weniger klarkommen. Aber definitiv ist garantiert, das Spiel kann nicht mehr abstürzen. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann weiß ich nicht mehr weiter, aber es kann nicht abstürzen. Die haben jetzt die Slots runtergestellt, sie haben es jetzt verbessert. Ich muss sagen, Dankeschön, dass ihr ein Update rausgehauen habt. Ist eigentlich auch viel wert, dass ich hätte niemals gedacht, der SLS jemals überhaupt noch auf Konsole ein Update bekommt.
Der LS17 zumindest. Aber nicht schlecht. Sonst ist nichts passiert. Haufen Sachen korrigiert. Das könnt ihr dann aber nochmal in Ruhe euch durchlesen. Sonst war jetzt hier nichts Weltberaubendes, was geupdatet wurde. Außer, das kann ich euch auch nochmal zeigen, wenn wir das Spiel beenden, habt ihr jetzt. Oh, okay, das Spiel wird jetzt wohl sehr schnell beendet, mein lieber Scholli. So schnell ging das ja noch nie. Links oben in der Ecke habt ihr 1.5.1.0. Da habt ihr jetzt die Version, die ihr habt, drin zu stehen. Sonst, wenn ich jetzt durch Mod-Hub switche, hat man hier nichts Neues. Weiß ich nicht, es gibt nichts Neues. Die For-Real-Module werden wir dann in den Streams oder könnt ihr, das ist ja auch wichtig, ihr seid die Community, ihr müsst das Zeug testen wie Sau. Schreibt es uns auf Discord. Also nicht so in die Kommentare schreiben, hilft uns auch, aber auf Discord ist halt besser. Discord kostenlos anmelden, registrieren, bei uns am Server joinen, da habt ihr immer einen Supporter, mit dem ihr reden könnt und dann können wir das immer weiterleiten und ja. Ja, deswegen, ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen, heute ist Donnerstag nicht, ja, einen schönen Donnerstagabend wahrscheinlich, weil die meisten Leute kommen Nachmittag von der Schule, weil viele haben ja Ferien, paar haben, also. Ich sag mal viele, in Anführungszeichen. Und viele haben ja wieder Schule. Ich habe im Moment 2 Wochen Urlaub. Und ja, deswegen haut da rein, wa? Tschüssi, ich wünsche euch was.